ne? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, lieber Herr Vollmer, ich darf mich zunächst kurz vorstellen. Mein Name ist Klaus-Peter Russ, ich bin Rektoratsbeauftragter für das Kulturhauptstadtjahr und insofern heute derjenige, der in diese kleine Ausstellung über das Kulturhauptstadtjahr einführt. Wir haben, denke ich, alle irgendeine besondere Erinnerung an dieses Kulturhauptstadtjahr. Und meine Erinnerung geht heute ganz klar zurück zur Eröffnungsfeier. Und zwar zur Eröffnungsfeier am 6. Januar, glaube ich. Sie sehen die Fotos dort hinten. Und es war natürlich ein ganz besonderer Tag, den unser Bundespräsident damals als Wintermärchen bezeichnet hat. Das passt ganz wunderbar zu dem heutigen Tag. Und ich erinnere mich deswegen so genau daran, weil das Ereignis sehr überwältigend war. Wir haben alle ganz, ganz schrecklich als Gäste gefroren, obwohl alle dick eingepackt waren. Ich weiß noch ganz genau, als wir aufstanden, konnte die ganze Reihe zunächst einfach nicht mehr gehen, weil alles irgendwie in den Beinen eingefroren erschien. Und dann wurden wir von der Kokerei geleitet zum Designmuseum, zum Empfang. Und als Beförderungsmittel waren Autobusse bereitgestellt. Und diese Autobusse waren vorgeheizt. Und die Busse haben uns dann runtergefahren und dann sagte der Fahrer über den Lautsprecher auf einmal: So, wir sind jetzt angekommen. Sie können jetzt aussteigen. Keiner stieg aus, weil keiner in die Kälte raus wollte. Und die spannende Frage, die sich jetzt für mich stellt, kann eine Fotografie diesen Moment überhaupt festhalten, der ja verbunden ist mit Gefühlen, mit ganz bestimmten Erwartungshaltungen, auch was die Feier betrifft, mit einer gewissen Form von überwältigt sein. Und ich glaube, dass die Fotos, die Manfred Vollmer hier heute Abend zeigt, belegen, dass das wirklich klappt und auch sehr, sehr gut gelingt. Natürlich braucht ein Fotograf, um dieses Problem zu lösen, eine Art Ästhetik. Er muss also wissen, wie er das macht und was er im Grunde genommen macht. Und um zu erklären, was Manfred Vollmer betreibt, muss man, denke ich, ein bisschen in sein Werk hineinschauen. Ich glaube, dass er einer der Fotografen ist, die ganz kennzeichnend so etwas wie die Ikonografie des Ruhrgebiets entwickelt und fotografiert haben. Sie müssen dazu einfach in seine Bücher schauen. Eins davon heißt Ruhrgebiet in echt, ist, glaube ich, ein ganz aktuelles Buch. Und dort sehen Sie, wie er im Grunde genommen arbeitet und die unterschiedlichen Facetten unserer Region fotografiert. Er fotografiert Landschaft, er fotografiert Natur, er fotografiert Industrieanlagen, er fotografiert Kirchen und er fotografiert immer wieder etwas, was ich ganz interessant finde, nämlich das Freizeitleben der Menschen, die im Ruhrgebiet leben. Und diese Bilder geben ganz häufig Anlass zum Schmunzeln. Das wissen alle, die wissen, wie erfindungsreich die Menschen hier im Ruhrgebiet sind, wenn es darum geht, ihre Freizeit zu gestalten und zu verbringen. Manfred Vollmer löst die Arbeit dadurch fotografisch, dass er natürlich mittendrin ist. Er ist immer wieder anwesend. Er hat mir auch gerade erzählt, dass er in den letzten Tagen wieder eifrig dabei war, um zu beobachten. Das ist die Voraussetzung dafür, dass ihm dieses fotografische Spiel mit dem Objektiv gelingt. Sie müssen die Bilder genau betrachten, dann werden Sie merken, dass er mit der Totalen arbeitet, also mit einem extremen Weitwinkelobjektiv, um eine Situation in ihrer Gänze einzufassen. Dann geht er sehr nah heran, er macht also ganz starke Detailaufnahmen und andererseits wählt er eine amerikanische Perspektive, die dann zeigt, wie die Menschen
sich in einer bestimmten Situation, wie jetzt auf diesen unterschiedlichen Anlässen des Kulturhauptstadtjahres, verhalten, bewegen. Ich glaube auch, einen gewissen Humor zu erkennen, der immer wieder da ist und den man auch immer wieder spürt. Mit anderen Worten also, es ist dieses Mittendrin, das seine Arbeit auszeichnet. Manfred Vollmer ist sicherlich nicht der einzige Fotograf, der in diesem Kulturhauptstadtjahr gearbeitet hat. Es gibt sehr viele andere Projekte. Urblicke auf Zollverein war eine ganz wichtige Ausstellung. Ich denke auch, dass die Arbeiten von Joachim Brohm hier zu nennen sind, der auch ein Ruhrbuch gemacht hat. Natürlich gibt es auch eine historische Dimension seiner Arbeit, denn über Folkwang ist natürlich die Arbeit verbunden mit Alfred Renger-Patsch, mit Otto Steiner, bei dem Manfred Vollmer in der Folkwang-Schule vor einigen Jahren studiert hat. Ich denke, Sie werden Spaß haben, sich die Bilder anzuschauen. Ein letzter Hinweis vielleicht auf ein neues Buch, auf ein weiteres neues Buch von Manfred Vollmer. Das heißt, glaube ich, Halden. Oben. Und das ist eine ganz interessante Arbeit, weil sie nämlich beschreibt, dass man hier im Ruhrgebiet erhöhte Stellen sucht, von denen man auf das Ruhrgebiet oder auf die Skyline des Ruhrgebiets hinabblickt. Und wenn man das tut, dann erkennt man ganz schön, dass diese Skyline sich nicht nur zusammensetzt aus Stadien, aus Industrieanlagen, aus irgendwelchen anderen Wahrzeichen, sondern dass es auch Orte sind, die wesentlich älter als das, was im Moment immer wieder mit dem Ruhrgebiet verbunden wird. Und die Detailaufnahmen Manfred Vollmers zeigen dann die Einblicke in unsere Region, die so wunderbar durch das Kulturhauptstadtjahr gefeiert wurde. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und ich danke Herrn Vollmer dafür, dass er der Universität die Bilder zur Verfügung gestellt hat für den heutigen Abend. Herzlichen Dank. Ja, gut. Ich nehme nichts.